Nach 2 Jahren Corona-Pause dürfen seit heute wieder Böller und Raketen verkauft werden. Supermärkte, Discounter, Bau- und Fachmärkte erwarten großen Andrang. Der Verkauf läuft bis Samstag. Zünden darf man die Ware aber nur am Silvester und am Neujahrstag. Einschränkungen gibt es diesmal kaum. In den vergangenen beiden Pandemiejahren war der Verkauf verboten worden, um Krankenhäuser nicht zusätzlich zu belasten.